Ja, Freunde von World of Tanks, da ist er, der kleine Panzerfreund. Aber ich melde mich mit diesem Video nicht zurück. Es ist vielmehr nur ein kleines Lebenszeichen. Ich habe immer noch schlimme Probleme mit dem Rücken und mit Schmerzen, die mir runterziehen ins Bein, wegen meinem Bandscheibenvorfall. Aber ich habe gedacht, ich melde mich mal, sag mal Hallo, damit man mich nicht vergisst. Und mein Sohn hat sich bereit erklärt, wenn ich ein Video kommentiere, dass er hinterher die Nachbearbeitung macht, das heißt, die einzelnen Teile zusammenschneide, auf ein vernünftiges YouTube-Format umkonvertieren, komprimieren, hochladen, einstellen. Er nimmt mir also die ganze Arbeit ab und da habe ich gedacht, komm, da machst du für meine treuen Abonnenten, mach schon mal ein Video. Und das Video behandelt den T26E4 Super Pershing. Ihr werdet euch jetzt die Frage stellen, wieso zeigt der kleine Panzerfreund uns ein Tier 8 Premium? Ganz einfach deswegen, ich bin auf den Super Pershing aufmerksam geworden mit dem Update auf dem Testserver auf Version 9.8. Ich habe mir da, das wann waren das, vor 6-8 Wochen, den Testserver runtergeladen, habe ihn ein paar Mal gespielt. Ich fand ihn in der HD-Ausführung, da wurde ja auch jetzt die Panzerung gebufft, ich komme auch gleich dazu, fand ich ihn eigentlich ganz gut. Viele, also die Meinungen gehen da auseinander. Es gibt welche, die hassen den Panzer, es gibt welche, die spielen gern. Aber jetzt mit dem Update auf HD 9.8. 09.8, denke ich, hat der Pershing auf jeden Fall ein Plus bekommen. Ja, ich habe ihn gespielt, das war auch okay, hat Spaß gemacht. Und habe mir da auch von dem Testserver gleich die Original Super Pershing Skins extrahiert und habe die dann vor 6 Wochen in der Kleinarbeit jeden Abend, so eine halbe Stunde, Stunde, habe ich da auch ein schönes Skin von diesem Pershing gemacht, denn momentan könnte ich es nicht. Da bin ich froh, wenn ich mal eine halbe Stunde sitzen kann. Ja, jetzt will ich euch nicht langweilen mit irgendwelchen Storys. Ja, so her kam das. Und jetzt bitte ich euch mal da ohne auf die tatsächlich ermittelte Panzerung zu schauen. Und ich fange jetzt mal da unten an. Und da sieht man, dass der Pershing dann eben, okay, warum das da immer ist, da hat er wie so ein kleines Loch, da hat er 203. Aber ansonsten, wenn ich jetzt da so hoch und runter fahre, abballer, dann schwankt die Panzerungsstärke der Unterwanne zwischen 200 im Worst Case 204 bis hoch zu 300, 290. Also das ist für ein Tier 8 Panzer mal ganz schön die Hausnummer. Jetzt gucken wir uns mal die obere Wanne an. Hier schwankt die Panzerung zwischen 230 und 240. Jetzt gehen wir da über auf die obere Platte. Die obere Platte, da hat er nur, ich sag mal nur, 190, 200. Da wird ein Abpraller angezeigt. So, jetzt gehen wir mal dichter dran. Halt, da dran. Da haben wir 308. 390. Daneben am Backe. Hier steht ein bisschen ungünstig. Eigentlich soll man immer dann zum Gegner schauen. Das sieht man auch, dass da nichts durchgeht. Abpraller. 350, 400. Also ziemlich massiv ist das Ganze. Natürlich die üblichen Wegspots, die kennt ihr alle. Das ist einmal hier das Bug-MG. Das ist einmal da unten unter der Schuttpanzerung der Kanonenblende, der Drehkranz. Da muss man aber erstmal durchtreffen. Dann hier unten, da in die Backe rein. Da rein, da oben, hier, genau da reintreffe. Da rein und da oben. Da. Wenn jetzt der Pershing aber so steht, dass ihr von unten hochguckt, dann habt ihr schwerer, ihn da oben zu treffen. Dann bleibt meistens die Granate da oben hängen. Dann ist es schwierig, da oben reinzuschießen. Da empfiehlt sich, da reinzuschießen. Hier, hier. Oder vielleicht auch von dem Winkel, wenn man unten hochschießt, vielleicht auch da links. Wenn er angeschrägt ist, dann hat er hier einen Schwachpunkt.
Achtung, wo ist denn das? Da. Hier. Hier. Wenn natürlich der Turm zu euch schaut, wenn er nicht zu euch schaut, könnt ihr hier reinschießen. Ja, das zur Panzerung. Ich erzähle euch jetzt während den zwei Gameplays, die ich euch noch zeige, noch ein bisschen was über den Panzer. Und würde sagen, seid gespannt. Ich zeige euch jetzt zwei schöne Gameplays. Das eine, das ist in Himmelsdorf. Und das andere auf der Karte Stalingrad. Also bis gleich. Ja, wir befinden uns in einem Begegnungsgefecht auf der Karte Himmelsdorf. Das Gameplay hat mir freundlicherweise der Karnickel zur Verfügung gestellt. Den Namen finde ich genial. Er ist im Clan GTP und er spielt den T26E4 Super Pershing. Was er jetzt verbaut hat, das kann ich euch leider nicht sagen. Wenn ich den Super Pershing spiele würde, hätte ich verbaut einen Ansetzer, einen Waffenrichtantrieb und dann entweder einen Lüfter oder entspiegelte Optik. Wobei ich mich wahrscheinlich, weil ich ja mit meiner US-Medium-Mannschaft Kommandant und den Funker auf Weitsicht geschult habe, würde ich glaube ich einen Lüfter einbauen, da wird es nochmal verbessert, weil die entspiegelte Optik bringt nur 10% und der Lüfter, der wirkt ja auf die komplette Besatzungsfähigkeit und verbessert die. Ja, er hält immer den Ball flach. Wird nicht gleich lachen, wie tot. Ach komm mal da, von rechts, da haben wir schon was, da ist schon ein Kandidat. Der ist TA1. Ladezeit 7,86. Das ist jetzt nicht ausgereift. Also da kann man noch viel mehr machen. Da kommt man runter auf 6,7 ungefähr. Ihr habt da gesehen, da schießt er jetzt einfach so aus dem Handgelenk. Guck mal, die ISO, wie frech das die ist. Also, das ist unglaublich. Jetzt vor. Macht einer auf die Hose. Das ist mir aufgefallen. Guck mal, der T-34, der hat da sein Fett gekriegt. Das ist mir sofort aufgefallen. Ich glaube, der Karnickel hat irgendwie ein Tarncap auf. Der T-34, der hat sich jetzt nicht umgekümmert. Der ist da jetzt schön vorbeigefahren. Erlaub jetzt oder rein? Was war denn das jetzt? Aber jetzt geben wir auch nicht rein. Ja, der macht's aber geschickt. Ah. Ärgerlich. Jetzt würde ich nicht rausfahren. Aber der andere, der KV-13, der steht da und falsch geht. Der kriegt jetzt gleich mal Anni drauf. Und vielleicht noch Anni gleich hinterher. Beachtung der T-34. Er lockt ein bisschen. Und? Haha! Weg ist er, der Pupp. Karnickel, den hast du jetzt totgerammelt. Nehmen wir es nicht übel, das habe ich jetzt sagen müssen. Karnickel, der Name ist so klasse. Ach, und der nächste. Und jetzt würde ich ihn totrammeln. Boom. Oh. Ja. Genau. Das ist nämlich auch der Vorteil von dem Super Pershing. Er ist nicht der schnellste. Ich nehme jetzt gerade mal die Zeit. Er kostet 7200 Gold. Er hat 1500 Lebenspunkte. Funkreichweite beträgt 745. Seine Höchstgeschwindigkeit 40,2 km/h. Rückwärts 18 km/h. Er wiegt über 50 Tonnen. Er hat 5 Mann Besatzung. Die Panzerung Front, die sage ich nicht, weil das könnte damit nichts anfangen, weil die hat ja die Schuttpanzerung, sind also wesentlich mehr. An der Seite, da ist er halt ziemlich dünn, da hat er 76,2 mm und am Heck 50,8. Am Turm hat er an der Seite 76,2 und am Heck auch 76,2. Achtung, ach, die Artillerie! Die Artillerie. Oh, die hat es gar nicht gemacht. Aber jetzt, schöner Einlauf von hinten.
Ich muss euch gestehen, wenn ich mir das Gameplay hier angucke, das sind mal Schmerzen weg. Das ist wie Voltaren auf Dope. Guck mal, die gucken den gar nicht an. So, was juckt mich der Super Pershing? Achtung! Unglaublich! Der hat den Tank auf. Ja, er hat 500 PS der Motor und ist Leistungsgewicht. Und das ist halt schwach und das merkt man auch an seiner Bewegung. Er hat nur 9,89 PS pro Tonne. Sichtweite ist gut, 390 Meter. Deswegen würde ich Kommandant und Funker auf Weitsicht schule und dann noch dazu den Lüfter einbaue. Dann bin ich bei 420 Meter ungefähr. Und habe aber durch den Lüfter auf jeden Fall auch andere Verbesserungen. Die Genauigkeit der Kanone beträgt 0,38, das ist gut. Und die Zielzeit 2,3. Ich denke, ich komme mit entsprechendem Equipment runter auf gut 102. Maximale Richthöhe, und das ist auch wieder Amerikaner typisch, minus 10 nach unten, plus 20 Grad nach oben. 54 Granaten hat er dabei. Und er hat einen Durchschlag von 170 mm mit normaler Munition bei einem Schaden von 240, mit Unterkaliber 258, das ist sehr gut, bei einem Schaden von 240, und mit HE, da hat er einen Wirkungsbereich von 1,46 und hat... Na, Schaden 320 bei einem Durchschlag von 45. Achtung! Und er kriegt aber perfekt. Wir haben sie. Klasse. Unser Karnickel hat 7 Gegner erledigt. Er hat über 4000 Schaden ausgeteilt und seine Panzerung hat nur 240 Schaden blocken müssen. Es hat keiner auf ihn geschossen. Ja, klasse gespielt. Jetzt habe ich ja euch vorhin erzählt, dass ich einen Skin gebaut habe für den Super Pershing HD Ausführung 9.8. Ich habe ihn aber jetzt bei diesem Gameplay nicht aktiviert, weil ich euch einfach den Vorher-Nachher-Effekt zeigen möchte. Das ist jetzt ein gekaufter Skin. Was kostet denn der? Also gekauft oder vielleicht hat er auch nur mit Silber gemietet für 8 Tage oder für 30 Tage. Jedenfalls, wenn man diesen Winterskin hier kauft, dann kostet der, glaube ich, um die 200 Gold. Und dann braucht man noch den Skin für den Sommermodus und für den Wüstenmodus und da ist man bei einem T8-Panzer bei 600 Gold. Und ich zeige euch jetzt beim nächsten Gameplay auf der Karte Stalingrad mein Skin und der ist immer aktiv. Und der Skin, der muss mir gefallen, nicht der andere. Also, jetzt kommen wir zuerst zur Auswertung und dann zeige ich euch Gameplay Nummer 2. So, unser Karnickel hat für diesen Sieg des Panzerass bekommen 3 Mickey Maus Medaille, 97.423 Credits, 3.460 Erfahrungspunkte, aber Achtung, es war doppelt für den ersten Sieg des Tages. Großkaliber natürlich und der Krieger. In der Teamauswertung ist er mit 4.044 Schaden, 7 Kills und 1.730 Grunderfahrung auf Platz 1, verdientermaßen natürlich. 19 Schüsse abgegeben. 19 getroffen, 17 durchschlagen, Schaden habe ich schon genannt, 2 Treffer hat er selbst kassiert, einer ging durch, einer ist geblockt worden, 240 Schaden hat seine Panzerung geblockt, 2 Gegner hat er entdeckt, 9 Gegner hat er beschädigt, 2 zerstört und er hat noch einmal zusätzlich 2486 Spotting Damage gemacht und ist 1,54 Kilometer gefahren und er hat ohne Premium netto 82.732 Credits verdient. Klasse Leistung, super Spiel. Hat mir viel Freude gemacht, das euch zu präsentieren. Danke nochmal an den Karnickel vom Clan GTP und jetzt schauen wir uns Gameplay Nummer 2 an. Ja, Gefecht Nummer 2 mit unserem Dönerfamilienhilfswerk. Danke, dass du mir das Gameplay zur Verfügung gestellt hast. Er ist im Zug mit dem Mikasa 81 und mit dem Samira. Alle drei sind im Clan AAV. Der Samira spielt den WZ-111, der Dönerfamilienhilfswerk natürlich den Super Pershing und der Mikasa auch. Und jetzt zeige ich euch meinen Skin.
Und da muss ich sagen, ich weiß, Eigenlob. Wenn der Skin bei World of Tanks im Spiel zu kaufen wäre, ich glaube, er würde seinen Absatz finden. Und allein schon mit dem Skin ist doch schon das Gefecht gewonnen, oder? Da scheißen sich doch die Gegner reiheweise in die Hose. So, unser Dönerfamilienhilfswerk, der sitzt jetzt mit seiner 5-Mann-Besatzung und die futtern da jetzt kräftig Döner. Übrigens, wenn ich die Wahl habe, zwischen zu McDonald's zu gehen und mir bei einem schönen Dönerlade, bei so einem Kebab, einen Döner zu holen, dann kaufe ich mir einen Döner. Wie dieses Army-Futter. Aber okay, das ist jedem seine Einstellung. Er fährt jetzt die linke Flanke. Was er jetzt verbaut hat, sieht man hier auch nicht. Aber er hat eine Ladezeit von 6,76. Das heißt, ich gehe davon aus, einmal seine Mannschaft, die ist auf 100%. Dann hat er wahrscheinlich drin einen Ansetzer. Und wenn er so eingestellt ist wie ich, hat er auch noch drin einen Lüfter und einen Waffenrichtantrieb. Das ist für mich das optimale Setup für den Panzer. T-37, so ein kleiner freches Scout ist gesichtet. Gegner kommen über die rechte Flanke, die Achterlinie, und Ferdinand links. Er hat schon umgestellt auf Unterkalibermunition und das sind auch die Stärke von dem Panzer. Der hat hier einen schönen Durchschlag. Ich habe es ja vorhin schon genannt, aber ich zeige es euch gerne nochmal. 258 und kriegt gleich einen Abpraller. Jetzt halten wir mal kurz an. Wo ist denn der jetzt durchgekommen? Sieht man's? Da, daneben an der Backe. Seht ihr's? Okay. Aber jetzt... So, jetzt drücken wir rein mit Drehkranz. Dann macht er gleich noch Fratze. Sehr schön. Unterwanne. So, er ist tot. Sehr schön. Samira hat ihn rausgenommen. Ist egal, weg ist weg. Bleibt hier in der Familie. So, der Ferdinand steht da hinten. Der bettelt jetzt auch drum, dass er kleines Gras beißen darf. Schön in die Unterwanne. Achtung, klein werden lassen und... Ja, sehr schön. Ach, guckt das euch. Der Gewi-Panda. Dieses Ungeziefer. Oh, der wäre jetzt beinahe in den Schuss reingefahren. Schön, schön auf die vordere Rolle. Ferdinand ist gekettet und kriegt gleich sein verdienter Gnadenschuss. 2-6. So, also die Kollegen sind informiert. Samira fährt auch mit zurück. Die Mikasa, der ist schon Richtung Base. Ihr seht, er fährt behäbig. Aber der T-34, den habe ich ja auch euch schon vorgestellt, den habe ich auf dem Testserver auch gespielt, ist auch sehr behäbig. Da vorne ist der kleine Easy 8. ...2-7. Sieht übel aus. Cromwell. Kein anzunehmender Gegner. Sehr schön. Der ist rausgenommen. Das hat er gut erkannt, dass man ihn rausnehmen kann. Nee. Der schießt ihm jetzt auf 350 Meter. Oben in die Lugreihe. Also, ich muss jetzt kurz anhalten. Ich hatte vor, wie ich letztes Mal gespielt habe, habe ich mir das Stück auf Windstorm auf der AT2 geschossen. Ihr kennt ja bei der AT2 oft den kleinen Wegspot, also den Teekochkessel oben drauf.
Und ihr wisst auch, dass die Stuckkanone sehr genau ist. Die AT-2 war gekettet und ich habe aus einer Entfernung von 330, 350 Meter ungefähr die gleiche Entfernung sechsmal mit dem Stuck auf diesen Teekessel geschossen und die stand. Ich habe einmal getroffen. Sehr schön. Manchmal, da denke ich, da lenkt das Spiel die Granate ins Ziel. Ist vielleicht jetzt bloß so ein Eindruck, den ich habe, aber manchmal kommt mir das fast so vor. Und manchmal ist es wie verhext, da zielst du wirklich ein, der Gegner steht und die Granate fliegt oben drüber. Ha, guck mal da. Erwischt. Sehr schön. Er hat jetzt schon 1000 Schaden geblockt, beziehungsweise seine Panzerung. 5 zu 9. Sieht immer noch übel aus. Super Pershing, der macht es jetzt, denke ich, clever. Er wird jetzt wahrscheinlich von hinten, ja, er wird jetzt von hinten die Gegner überraschen. Zu 9 Abstand ist geringer. Ihr seht, sein Teamkollege machen einen guten Job. Das muss man auch mal sagen. Der Samira hat schon 3 Stück reingeschickt. Ach, guck mal da. Sehr schön. Wo hat denn der jetzt hingetroffen? Im Stehe. Kann das sein? Daneben rechts hin? Nee, halt. Der hat ihn da unten reingeschossen. Aber habt ihr gesehen? Im Stehe zurück und puh, mal so halt ohne durchgeschossen. Komet kommt. Komm daher, du frecher Kerl. Leider weg. Sehr schön. Hat der Komet will natürlich jetzt umfahren. Schön die Frontzeige. Und jetzt noch eine drauf. Sehr schön. Jetzt kommt der frische Centurion. Der wurde rausgenommen vom Mikasa. Klasse. Die drei haben bereits jetzt schon 8 Abschüsse. Und ich denke, die haben mit ihrem Job bis jetzt überhaupt das Spiel so weit gerettet, dass es überhaupt 10 zu 10 steht. Und unseren Dönerfamilienhilfswerk konnte auch schön mitmischen mit 3510 Schaden und die Panzerung hat immerhin 1830 Damage geblockt. So, unseren Samira hat jetzt wieder eine heimgeschickt und der Mikasa ist leider rausgenommen worden. Aber jetzt, der guckt mir zu und sehr schön. Klasse. Ist das ein Skin? Ich würde zu gern wissen, wer den schönen Skin gemacht hat. Ach, das ist klasse. Super. 11 Abschüsse. Jetzt lebt noch ein frischer T-37 Scout und ist ungeziffer. Für die, die es noch nicht wissen, Artillerie ist mein allerliebster Freund. Nur eine tote Artillerie ist eine gute Artillerie. T-37, ich muss aber bloß aufpassen. Der T-37, wenn er es clever macht, deckt er jetzt den unser Dena-Familie-Hilfswerk auf und die Arti schießt offen. Haben wir alles schon erlebt. Samira kommt über die rechte Seite. Das wird ja in die Zange genommen. Ach, komm mal durch die Seite. Komm. Sehr schön im Fahren. Einfach mal draufgeschossen. Gut gemacht, aber ich denke, die AT wird sich gleich melden. Bap! Ich wurde es eingeschlagen. Wo war's denn? Da hat es eben eingeschlagen. So, und jetzt geht das an den Krage. Geh wie Pondage.
Steht die Arti tot im Zimmer, lebt sie nimmer. Ist die andere Arti verkogelt daneben, ist sie auch nicht mehr am Leben. Schön. 356. Hab das eben gesehen. Er hat eben 356 Schaden gemacht. Das war. Und jetzt stehen noch 4 Hitpunkte. Ich sag euch, das hat das Spiel entschieden. Da hat jetzt Wargaming gesagt, nö, du bleibst jetzt am Leben und du, Samira, du kannst jetzt in die Garage zurückgehen. Das ist für mich nicht koscher gewesen. Aber unser Dönerfamilienhilfswerk wird das Ganze noch richten. Hoffe ich. Der GW Panda wartet jetzt natürlich. Der hat eine entsprechende Nachladezeit. Ich kann es jetzt nicht sagen. Ich würde mal sagen 15 Sekunden. Da ist er der Bosch. Da kommt er. Ach, hab das gesehen. Hat noch geschossen. Aber verdientermaßen hat er sein Fett wegbekommen. Und Glückwunsch an 7 Kills. An den an das Dönerfamilienhilfswerk. Das ist ein Zungebrecher. 4 Kills an Samira und 2 Kills an den Mikasa. Damit haben die in Summe 13 Kills und auch entscheidender Beitrag. Und mit 3956 Damage und 1985 geblockte Schaden und ein 8er angezeigte von 7989 war das ein klasse Spiel, was mich begeistert. Ach gut, ich bin schmerzfrei. Nee, ist nur ein Scherz. Also jetzt kommen wir noch zur Auswertung. Bis gleich. Ja, und auch hier ein verdientes Panzerass. 1, 2, 3, 4, 5 Mickey-Maus-Medaille. 116.680 Credits. 2.161 Erfahrungspunkte. Stahlwand. Großkaliber. Krieger, also Top Gun. Und natürlich, was ich vorhin schon gesagt, entscheidender Beitrag. In der Teamauswertung ist unser Döner-Familienhilfswerk mit seinem Super Pershing auf Platz 1 mit 7 Kills, dem Mikasa auf Platz 2 und der Samira auf Platz 3. Ja, die drei, die haben es gerissen. Man sieht es hier deutlich. Also der entscheidende Beitrag ist mehr als verdient. 21 Schüsse abgegeben, 20 getroffen, 20 durchschlagen, 3956 Schaden ausgeteilt und 15 Treffer hat er selbst kassiert, 4 gingen durch, 11 wurden geblockt, seine Panzerung hat 1945 Schaden abgehalten, er hat einen Gegner gespottet, er hat 12 Gegner beschädigt, 7 zerstört. Er hat nochmal 23 Spotting Damage bekommen, hat 44 Verteidigungspunkte bekommen und ist 2,89 Kilometer gefahren. Und seine Teamkollegen haben auch einen klasse Job gemacht hier. Ich will jetzt nicht auf Detail reingehen, aber hier auch Schaden abgehalten und schön Schaden ausgeteilt. Und der WZ auch hier. Also alle drei klasse gespielt. Super. Toll. Und jetzt, was er dann verdient mit Premium? 60.169 und warum? Er hat auch mit Unterkalibermunition, also mit Premium geschossen, aber okay. Was kostet die Welt? Das Spiel soll Spaß machen, er will gewinnen und da ist mir das völlig egal. Und wenn ich den Panzer hätte und ich würde das für notwendig halten, dann würde ich auch mit Unterkalibermunition spielen. Schließlich ist sie ja nicht verboten, ist sie erlaubt. Also auch an dich, liebes Dönerfamilienhilfswerk, vielen Dank, dass ich dieses Gameplay präsentieren durfte. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich würde mich über eure Meinung freuen, über den Super Pershing. Habt ihr den auch? Ist er wirklich mit dem Update auf HD 9.8 besser geworden? Wie sind eure Erfahrungen? Und wie gefällt euch der Skin? Und überhaupt? Und damit tue ich mich verabschiede. Wünsche euch alle viel Erfolg bei World of Tanks. Und ja, bis demnächst wieder. Tschüss!